Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, auch mal wieder. Woo! Und Joker vorne ist okay, kann man durchgehen lassen, auf jeden Fall. Und ja, wir befinden uns jetzt hier in dieser Vulkan-Asche-Regen-Ding-Teil, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und hier gibt's Pandir, okay, das sieht irgendwie... Ach so, stimmt, ich habe ja noch ein paar Leute zu benennen. Dann könnte ich den theoretisch einfach mal fangen. Vorausgesetzt, der geht von einem Tackle nicht down, sollte aber nicht der Fall sein. Außer es ist ein Volltreffer, okay, dann eben doch. Mann, Mann, Mann. Immer die Volltreffer, wenn man sie nicht braucht. Aber ich meine, Volltreffer, ja, die sind ja eigentlich immer nützlich. Außer man will einen Pokémon fangen und das war gerade der Fall. So, nochmal Versuch mit Tackle. Vielleicht zieht das auch schon so, ohne irgendwie was anderes, mehr als zu viel ab. Aufruhr, okay. Volltreffer, na danke schön. Immer die Volltreffer, weil man sie nicht braucht. ich setze nochmal Tackle ein. Ja, okay. Man darf nur einmal einsetzen. Aber ich ging davon aus, dass es weniger als die Hälfte abgezogen hat, weil es ja noch im grünen Bereich war. Naja. Dann eben nicht. Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen, über Boden und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du hergelaufen bist. Ne? Toll, was? Ja, auf jeden Fall. Das ist wundervoll. Und auch so nützlich und toll. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Ich kann mir das schon so ein bisschen denken, ne? Weil durch die Vulkane schon nicht so viele Sonnenstrahlen durchkommen. Das wird er mir bestimmt gleich noch erklären, ein bisschen ausführlicher, dann werden wir das noch schön mitbekommen. Dann habt ihr auch ein bisschen für den Physikunterricht vorgesorgt, das ist doch wunderschön. Das könnt ihr eurem Lehrer dann mal vorjammern. So. Es ist übrigens auch... Ach nee, das sage ich jetzt nicht. Nee, komm. Nee, ich will hier jetzt nicht zu sehr ins, ne, ihr wisst, Schulähnliche gehen, sonst hätte ich euch gerade noch was über den Albedo-Effekt erzählt, aber ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal. Also Albedo ist das Rückstreuungsvermögen von Sonnenlicht, von verschiedenen Stoffen. Jetzt mache ich es doch, aber nein, ich höre ja schon auf, ist okay. So. Och man, das gibt's doch nicht! Also Pandir hat ziemlich viel Pech, also das nehme ich sicherlich nicht ins Team. Wenn das bei mir genauso viele... Ah ja, genau. Die Typen hier gab's auch noch. Oh nee, das waren gar keine Typen. Aber hier gab's ein Item drinne. Hier unten, das ist jemand. Das sieht man ja auch schon, da ist jemand versteckt in so einem komischen Haufen. Oh, okay, da war auch jemand. Ich bin so dumm. Ich sehe den, der sich nicht versteckt hat, den grünen da unten. Den sehe ich nicht, aber den versteckten, den sehe ich schon. Macht auf jeden Fall Sinn. Camper Life und Ninja Junge Rand. Ah ne, Ahnt. Rand wäre irgendwie komisch. Ninja Junge. Was soll das denn sein? Was ist das denn? Okay, Coupons. Sagt mir was. Muss aber nicht heißen, dass ich es irgendwie kenne. Ja, Mogelhieb und Kugelsaat ist jetzt nicht so sinnvoll aufs Mogon. Dann mach einfach auch mal auf das hier. Es wird im Mogelhieb wahrscheinlich sowieso nicht direkt down gehen. Außer es kommt ein Volltreffer. Also, wenn das mal nicht der Part voller Volltreffer ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Ah, okay, er schickt so, schon sein nächstes Pokémon rein. Wenigstens das, weil dann wird das auch noch erwischt von Kugelsaat. Und das dürfte sogar ganz gut abziehen, weil Sandan ja ein Boden-Pokémon ist und das ist dann sehr effektiv. Schön. Wunderschön. Och nee. Weh, ich werde vergiftet. Ach ja, ihr habt mir übrigens die Wahrscheinlichkeit bei Giftstaffel... Ja, Giftstaffel, ey. Giftstachel geschrieben. Da war sich zwar nicht alle ganz einig, aber so 25-30% pipapo dürften das sein. Und ja, wenn ich da spiele, sind es locker die 50. Aber ich bin ja nicht alle und deswegen ist es anscheinend normal, dass es halt so mit einem Drittel Wahrscheinlichkeit trifft. Interesting, interesting. Und ja, ich weiß, ich kann das Ganze auch einfach irgendwie in Google nachgucken oder so, aber... Das ist mir ehrlich gesagt zu blöd, weil ich das schon wieder vergessen habe, wenn ich den Part hier beende. Da weiß ich schon nicht mehr, wonach ich gefragt habe. Auch wenn ich mich an die Giftstachelsache noch ganz gut erinnern konnte.
Ich wollte übrigens eigentlich Überwurf einsetzen und nicht hier Armstoß, aber ist jetzt ja auch Wayne. Hat ja beides ganz gut hingehauen. Hätte beides ganz gut hingehauen. Ich meine, das eine hat das ja auch, aber das andere weiß ich ja nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Ninjask. Ah ne, ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit einem anderen Pokémon, das so richtig komisch immer war. Oder ist das das? Ne, das ist es nicht. Es gab nämlich mal so ein komisches... Oh Gott. Das zieht ja mega viel ab. Es gab mal so ein komisches Pokémon, das irgendwie Ninja-Turm oder so hieß. Und das hatte 1 KP, aber irgendwie konnte man das nur mit bestimmten Sachen abziehen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich habe hier auf jeden Fall die richtig krassen Attacken dagegen am Start, das merke ich schon. Temposchub, oh, 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 das ist fies. Dann, ich setze jetzt einfach mal einen Supertrank ein. Ich könnte natürlich auch den Kampf eben schnell beenden, locker easy. Wäre ja kein Problem. Und würde mich dann aufheilen, aber, also bei dieser Oma, die da am Wegesrand lauert, mit ihrem Haus. Ja, Blutsauger ist jetzt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, mein Junge. Da hast du noch ein bisschen was zu lernen. Du wirst jetzt nämlich draufgehen. Außer, ja okay, das wird wahrscheinlich zuerst angreifen, weil es jetzt schon 2-mal die Initiative erhöht hat. Ist eigentlich ja auch eine ziemlich coole Fähigkeit, immer die Initiative nach jeder Runde zu erhöhen. Hat schon Stil, muss ich schon sagen. Diese Kratzbürre, die ein Volltreffer schon wieder ist, hat auch keinen Stil. Oh. Und dass das daneben geht, erst recht nicht. Aber wenigstens ist Joker noch da und rettet mich. Hier. Tja. Ja, Level 19. Woo! Er lernt dann eine coole Attacke? Nein, schade. Ho. Hätte ja sein können. So, Vulkanaschenwirbler. Was ist schon vorbei? Achso, ich hab den übrigens. Oh nee. Was? Noch einer direkt? Was ist da los bei denen, ey? Der hält mich ja ewig, für immer und ewig auf. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich habe gerade vergessen, auf welchen Tasten man läuft. Ich bin... Hä? Ich bin gerade irgendwie... Hä? Naja, ich werde es gleich wieder sehen. Okay, ich war doch noch richtig. Ich habe mich gerade gewundert, weil irgendwie... Das ist voll komisch, wenn man so verschiedene Spiele spielt mit der Tastatur. Und dann so voll nicht mehr klarkommt, wie die Steuerung bei welchem Spiel war. Zum Beispiel, wenn man erst FIFA gespielt hat, dann Minecraft Survival Games oder so und jetzt das hier, das ist dann schon irgendwie mysteriös. Auch wenn das jetzt eigentlich eine ähnliche Steuerung ist mit WASD, aber hier ist es eben mit den Steuerkreuzen und nicht mit WASD. Deswegen das schon mal so führt zur leichten Verwirrung. Und nun ja. Sprinten ist bei dem einen auf STRG und beim anderen auf E und ach du meine Güte, ist das alles complicated und oh nee und oh. Damit komme ich nicht klar. Damit komme ich nicht klar. Dazu bin ich zu dumm. Aber deswegen gehe ich auch gleich in die Nachhilfe. Genau. Ja, der Patrick geht in Mathe-Nachhilfe. Wer hätte das gedacht? Also ich meine, ich denke mal, das ist das Fach, wo wirklich die meisten Leute Nachhilfe haben. Zumindest denke ich das mal. Weil, ja, Mathe, ne? Das ist halt so, entweder man versteht's und findet's einigermaßen okay, oder man versteht's nicht und hasst es und denkt sich, wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht? Ja, und ich gehöre eher zu den Letzteren. Auch, ja, okay. Ich sehe ja ein, dass manches schon sinnvoll ist, ne? Aber nicht alles. Und naja. Bin da nicht so der Skiller drin, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich gehe jetzt doch nochmal zurück, auch um die AP aufzufüllen, ist das ja ganz sinnvoll und so weit ist der Weg jetzt wirklich nicht. Als dass man das nicht machen könnte. Ich bin mal gespannt, ob sich dann auch die Note verbessern wird, jetzt wo ich da hingehe. Also ich gehe da schon ein bisschen länger hin, aber ich habe seitdem irgendwie kaum mehr Arbeiten geschrieben, weil... Oh, jetzt bin ich nochmal, habe ich mich nochmal rausgeruht, so ein Pech aber auch. Weil irgendwie, es ist so richtig kacke gelegt, die Arbeiten wieder, ne? Wir hatten so 2 direkt hintereinander und jetzt ewig lange keine einzige. Und bald kommt dann wieder eine, also
Und ja, da kommen dann halt mega viele Themen dran, weil in der letzten Arbeit irgendwie kaum was dran kam und das ist irgendwie alles nicht so sinnvoll. Aber was soll man machen? Da muss man durch. Ein Superschutz, den habe ich doch gerade erst gefunden. Warum will ich den jetzt schon verschwenden? Ach, Mann, Mann, Mann. Schande über mich. Außerdem wollte ich ja noch einen. Wie hieß das Ding? Pandir? So irgendwas in der Art fangen. Mann, Mann, man wird hier aber auch verwirrt, wenn man von Pandir oder Panda oder Pombier oder Pombeeren redet und dann sagt die noch was von Kamaup und. Ach du meine Güte, ich komme nicht auf mein Leben, klar. So, Überwurf. Ich werf, also ich meine, wenn so ein fettes Viech wie das auch hier. Ach Gott, wie heißt die Weiterentwicklung? Nicht Makuhita, sondern halt die Weiterentwicklung Kamehameha oder so. wenn das sich auf einem draufschmeißt, dann ist schon klar, dass das ein bisschen reinhauen könnte. Ach ja, hier haben wir so eine Spalte jetzt und da kann man die Geheimbasis einrichten. Aber ja, mache ich mal nicht, weil ich kann. Ich kann nichts. Genau. So ein Doppelkampf, das bietet sich ganz gut an, weil ich wollte eigentlich gerade Rango nach vorne tun. Aber das muss ich dann ja gar nicht, weil der dann automatisch zusammen an Jokers Seite kämpft. Pandir, so hieß es tatsächlich. Krasses Ding. Lee und Flo. Waren das nicht zwei Mädchen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil Flo ist ja normalerweise so die Abkürzung für Florian, ihr wisst, ey. Und wer es nicht wusste, ich hab einen zweiten Namen, ja. Und der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Florian. Er heißt nämlich, also der Name ist nämlich Florian. Ja, wer hätte das gedacht, aha. Und mein erster Name ist Hans. Ja. Ich heiße nicht Patrick, nein. Das ist nur ein Mythos. Jetzt wisst ihr es, ihr seid jetzt die Insider. Ihr könnt das wegen mir weiter verbreiten. Ich meine, Hans ist jetzt nicht so der beliebteste Name vielleicht in der heutigen Jugend, aber was soll's? Nein, Spaß. So, wie kam ich jetzt auf so eine Scheiße wieder? Ich weiß es nicht. Manchmal geht's mit mir einfach durch und ich werde zum Bobby 3003. Wie ich darauf gekommen bin, kann ich euch sogar erklären. Denn ich hatte gerade Survival Games gespielt und da war jemand in der Lobby, der hieß so. Ja, toller Name, auf jeden Fall. Schon wieder ein Level. Mann, 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 das geht ja richtig. Ja, oh, Body Slam. Tja, cooles Ding, cooles Ding. Zeig mal her. 85 Stärke, 100 Genauigkeit. Körper kann Paralyse hervorrufen und das hat keinen Rückstoß. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega die starke Attacke, Mann. Da könnte ich ja beinahe Geheimpower wieder wegtun. Aber eigentlich, die Rauchwolke mag ich eigentlich auch nicht. Deswegen hau ich die erstmal raus und als nächstes muss dein Geheimpower dran glauben. Aber ich glaube, ach so, stimmt. Mit Geheimpower konnte man diese großen Bäume kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann noch brauche. Also ich gehe mal nicht davon aus, weil ich meine, es kann zumindest nicht spielrelevant sein, aber. Wenn man dann so ein Item oder so holen könnte damit, dann wäre das ja schon Lohn genug. Lohn genug. Oh. Entschuldigung. Habe ich nur ein bisschen hier verhustet bei dem Ascheregen. Das kann ja mal passieren. Die heutige Technologie ist schon ein Wunderwerk. Nimm zum Beispiel diese Vulkanasche hier. Aus ihr kann man Glas machen. Ja, ziemlich cool. Da will ich auf jeden Fall draus trinken. Ich meine, so ein staubiges Glas. Ist schon wunderschön. Ja, aus der Asche hebe ich mich. Kia! Herausfordern tue ich dich. Kia! Ja. Zum Glück ist gerade niemand zu Hause, sonst würden die mich wahrscheinlich für mega den Spacko halten. Als ob sie das nicht so auch tun würden. So, ich wollte Rango nach vorne tun. Da fängt's schon wieder an. Da geht's schon wieder los. Da habe ich's schon wieder verkackt. Ah ja, der Mogelhieb, der geht übrigens auch nur in der ersten Runde. So war das, glaube ich, wenn das gegnerische Pokémon eingewechselt wird oder wenn ich Joker einwechsle. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ihr seht, Gedächtnis ist schon gut am Start bei mir. Smog. Oh, nicht vergiftet. Das gibt's ja nicht, dass ich das nochmal erleben darf. Und es gibt gar keine Volltreffer mehr jetzt. Jetzt muss ich mir doch nochmal zweimal überlegen,
ob ich den Part wirklich Volltreffer oder so nennen will. Weil jetzt sind es ja doch nicht mehr so viele. Aber das kann ja nie. Achso, ich kann es ja jetzt mal testen, ob das mit Mogelhieb. Okay, es ist, wenn ich Joker einwechsle anscheinend. Oh, Finale. Finale. Oh. Finale. Hat ja auch nichts gebracht. Ja, okay, gegen Smogon war es jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich Rango nicht nach vorne getan habe. Weil das bringt ja nicht ganz so viel. Dass ich hier immer noch mit Tackle angreife, ist eigentlich schon so ein Armutszeugnis, ne? Aber was soll man machen, wenn da so ein komisches Gift-Pokémon ankommt, gegen das man nichts ausrichten kann? Mann, machen die zweimal Finale, zwei von denen sind Pokémon. Das ist echt... Der ist voll auf mein Ding abgesehen. Der wollte gar nicht gewinnen, der wollte einfach nur meine Dinger töten. Den Schrei mache ich übrigens jetzt nicht nochmal. Den Eduard will ich da nicht einspeichern. Weißt du, das ist so ein kleines Kind und das heißt Eduard. Auch nett. Diese Region ist mit Vulkanesche bedeckt. Schnaufkorch. Ich habe ein besonderes Talent, Schnaufkorch. Ich mache aus der Asche Glas und stelle daraus Itemwerk, Schnaufkorch. Hiermit kannst du die Asche sammeln, Schnaufkorch. Aschetasche. Und was soll mir das Spaß bringen? Und wenn du meinst, du hast genug... Ach so. Dann bekomme ich bestimmt irgendwas von dem... Ja, dann mache ich das mal eben noch. Füllt die sich jetzt einfach, wenn ich hier durchlaufe? Habe ich das richtig verstanden? Ich laufe jetzt einfach mal das Gebüsch hier so ein bisschen ab. Und dann gehen wir gleich nochmal zu dem Typen hin. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Ja, habe ich genug? Das reicht aber nicht. Daraus kann ich kein Glas machen. Noch 174 Schritte. Blaue Flöte, okay. Noch 174 Schritte vor allem. Ich würde sagen, das mache ich einfach mal noch eben. Weil der Part ist ja sowieso nicht mehr so jung. Okay, wenn der Schutz ausgeht, dann noch einen Schutz und dann habe ich's. Dann kann ich auch eben nochmal das Pokémon heilen. Das ist ja gar kein Problem eigentlich. Und dann habe ich das auch schon ganz gut zusammen. Die blaue Flöte, was war das nochmal? Ich weiß es nicht, ich werde es gleich erfahren. Es sagt mir auf jeden Fall was, aber was es genau ist, weiß ich jetzt nicht. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Ich weiß das auch nicht, ob ich durch das hohe Gras laufen muss, um die einzusammeln, oder ob ich einfach so mit ausgestreckter Tüte über dem Kopf da rumlaufen kann. Aber ist mir letztendlich auch egal, denn es wird schon irgendwie hinhauen, wenn ich das jetzt mache. So, geheilt. Und jetzt bitte nicht durchtriggern, wie man das so schön in der Fachsprache nennt. Ach ja. So. Wie sich echt so englische Sachen, vor allem hier in der Let's Player-Szene, einfach mega eingebürgert haben. Aber es ist ja nicht nur hier so, sondern auch im Real Life. Genau, das ist zum Beispiel auch schon sowas im Real Life. Da kommt sowas dann auch gerne mal vor, dass man sowas halt so sagt, ne? So, ich werde jetzt schauen, wann der Schutz leer geht und... Ja, genau. Dann sollte das jetzt eigentlich hinhauen, okay. Jetzt kommt doch noch ein wildes Pokémon. Mann. Ich wollte doch jetzt eigentlich beenden. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht possible. Bitte kein Volltreffer. Danke, ey. So, wunderschön. Dann kann ich jetzt auch noch jemanden... benennen. Vorausgesetzt, ich schaffe es, das Viech zu fangen. Das ist ja noch nicht gesagt, dass das auch direkt hinhauen wird. Direkt wahrscheinlich sowieso nicht, aber dass das überhaupt hinhauen wird. Okay, es haut vielleicht doch direkt hin. Das sieht jetzt nicht so ganz so aus, als würde sich das so extrem wehren, das Pokémon, muss ich an der Stelle mal anmerken. Und das wird... Ich weiß nicht, ob er noch zuschaut. Er hat aber auf jeden Fall mal kommentiert, sonst hätte ich ihn mir nicht aufgeschrieben. Das wird... Martin. So. Wunderbar, ich finde, der Name passt auch irgendwie so ein bisschen. Und dann wird der direkt mal von der Liste gestrichen. Von der Liste des Todes. Nein, Spaß. So, jetzt muss aber wirklich ausreichen. Hast du Asche gesammelt? Ha, zeig mal her. Also ich würde an dem seiner Stelle mal so ein bisschen... Ey, komm schon. Ich werde an dessen Stelle, um das grammatikalisch richtig zu sagen, mal von hier vielleicht irgendwann wegziehen, weil so, wie der schon hier Keuchhusten hat,
Könnte das echt ein bisschen gefährlich werden langsam mit der Asche. Ich denke schon, dass das nicht so gut tut, wenn man immer so viel Staub einatmet. Es gab da ja eine Zeit lang hier in Deutschland Industrie und so weiter. Da gab es natürlich alle möglichen Fabriken und so ein Shit und unter anderem auch... Ich weiß nicht mehr, was das jetzt war. Ich war da mal so irgendwas besichtigen, ja. Ich hab mal was besichtigt, das gibt's doch gar nicht. Nein! Nein, warte, warte, nein! Nein. So, hier kann man sich aussuchen. Ich weiß jetzt nicht, was bringt. Ich nehme einfach mal die... Ah, doch! Warte. Die gelbe... Ich nehme die gelbe Flöte, weil die sagt mir auf jeden Fall was. Was? Ach so, die kann ich mir nicht... Ach so, okay. Ja, dann nehme ich halt die blaue. Okay, dann nehme ich eben die blaue. Ist okay. So, und dann noch eben gucken, was die bringt. Hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt. Eine gläserne Flöte, die schlafende Pokémon aufweckt. Kann ich die... Ah ja, ich glaube, ich kann die jemandem geben. Aber es hat sich jetzt nicht unbedingt so gelohnt. Ich glaube nämlich, die gelbe hat Verwirrung geheilt und das wäre ja eigentlich schon extrem cool eigentlich. Weil so Verwirrung kann schon mega nervig sein. Ja, dann habe ich jetzt schon wieder hier so einen längeren Part gemacht, aber was soll's? Ich meine, hier in Pokémon, da macht man auch gerne mal ein bisschen länger, weil sonst kommt man ja kaum voran. Sind wir mal ehrlich. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.